Gegenstandsnummer SCP-254. Objektklasse Euklid. Spezieller Haltungsprozess. SCP-254 ist in einem Standardlagerfach aufzubewahren, wenn es nicht benutzt wird. Bei der Lagerung muss es mit der Vorderseite nach unten auf den Boden des Fachs gelegt und mit Gurten gesichert werden, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern. Die Verwendung von SCP-254 kann von jedem Abteilungsleiter beantragt und muss von mindestens 2 Level-3-Mitarbeitern genehmigt werden. SCP-253 darf nicht auf eine Art und Weise verwendet werden, die dazu führt, dass der Kontakt von SCP-254-1 mit SCPs einer Gefahr der mimetischen Ansteckung darstellt. SCP-254 darf unter keinen Umständen länger als 26 Tage in einer einzigen Abteilung oder einem einzigen Gebiet eingesetzt werden. Eine Wiederverwendung ist nur dann zulässig, wenn der betreffende Bereich eine vollständige Personalrotation durchlaufen hat. Das heißt, es bleiben keine Mitarbeiter übrig, die zuvor Kontakt mit SCP-254 gehabt haben. Beschreibung: SCP-254 ist eine rechteckige Holztafel mit den Abmessungen 22 x 30 cm und einem Gewicht von etwa 1,5 kg. Auf der Vorderseite der Tafel befindet sich ein leerer Bilderhalter aus Messing sowie eine bedruckte Metallplatte mit schwarzem Hintergrund und goldfarbenen Buchstaben mit der Aufschrift Mitarbeiter des Monats. Auf der Rückseite der Tafel ist eine Standardaufhängevorrichtung angebracht. SCP-254 wurde in dem Schutt einer Texaco-Tankstelle in Kansas am 1950 gefunden. Ein Agent der Foundation sicherte SCP-254 nach der Entdeckung, dass es durch die Explosion keinen Schaden genommen hat, die der Tankstelle dem Erdboden gleichgemacht hatte und für den Tod von Mitarbeitern und Zivilisten verantwortlich war. Wenn SCP-254 an einer Wand in einem Arbeitsbereich mit 4 oder mehr Personen aufgehängt wird, erscheint bald darauf SCP-254-1. SCP-254-1 erscheint entweder am Ende der nächst festgelegten Pausenperiode oder zu Beginn der folgenden Arbeitsschicht. SCP-254-1 ist ein körperloser Mensch von unterschiedlichem Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Namen und Aussehen, der in der Lage ist, Objekte auf ähnliche Weise zu bewegen wie ein normaler Mensch von durchschnittlicher Stärke und Koordination. SCP-254-1 wird das Aussehen und die Persönlichkeit eines Musterangestellten annehmen, basierend auf dem mimetischen Konsens eines Gebiets. Sobald das Erscheinungsbild von SCP-254-1 festgelegt ist, führt ein Bild von SCP-254-1, das wie ein Hochglanzfoto im Format 8x10 aussieht, den leeren Bilderhalter aus, und es wird sich nicht ändern, bis SCP-254 an einen neuen Standort gebracht wird. Unten auf dem Foto ist im Druck der neu angenommene Name von SCP-254-1 zu sehen. Das Foto kann auf keine bekannte Weise aus dem Bilderhalter entfernt, aber es kann zerrissen oder eingerissen werden. Wenn man dies auf eine aggressive oder beabsichtigte Art und Weise macht, folgt eine gewaltsame Reaktion von SCP-254, siehe angehangene Aufzeichnung SCP-254-A. Daten gelöscht. Der Vorfall vom... Unabhängig vom Aussehen behält SCP-254 zu jeder Zeit ein rein fröhliches Auftreten bei. SCP-254 ist dazu in der Lage, Konversationen über das Wetter, den Verkehr, die Fernsehsendung der vergangenen Nacht, Sport und andere Themen zu führen, obwohl SCP-254 über keine Themen spricht, über die anwesende Individuen kein Wissen haben. Mitarbeiter, die in einem Bereich eingesetzt werden, in dem SCP-254 verwendet wird, scheinen weder durch die körperlose Natur noch durch das plötzliche Auftauchen von SCP-254-1 beunruhigt zu sein, da SCP-254-1 hier arbeitet. Da die Mitarbeiter vor Ort die Tafel nur ungern entfernen oder sich nicht daran erinnern können, die Tafel zu entfernen, muss die Entfernung geplant und von externem Personal durchgeführt werden. SCP-254-1 ist dazu in der Lage, einfache Aufgaben schnell und effizient auszuführen.
Wenn ihm Aufgaben übertragen werden, die eine spezielle Ausbildung erfordern, obwohl SCP-254-1 nicht über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt, wird er oder sie mit der üblichen guten Einstellung ausprobieren, aber so gut ausführen, wie es von einer durchschnittlichen Person erwartet werden kann. SCP-254-1 wird weiterhin als ein Mitarbeiter über einen Zeitraum von 28 bis 46 Arbeitstagen, der in der Regel am Ende eines Kalendermonats endet, so vorbildlich wie möglich weiterarbeiten. Wird SCP-254 an mehreren Tagen innerhalb eines Kalendermonats an einem Arbeitsplatz eingesetzt, fungiert SCP-254-1 bis zum Ende des Folgemonats als wirksamer Mitarbeiter. Obwohl aufgrund der Gefahren, die sich aus der Verschiebung des mimetischen Konsens ergeben, SCP-254 nicht länger als 26 Tage angewendet werden darf. Wenn SCP-254 nach Ablauf des Monats nicht entfernt wird, wird SCP-254-1 beginnen, in seiner Leistung nachzulassen, beginnend mit einer wenig hilfreichen Grundhaltung und Vergesslichkeit. Wenn SCP-254 nicht entfernt wird, wird SCP-254-1 bis zur Entlassung ein immer schlechter werdender Mitarbeiter. Entlassung kann dargestellt werden, indem SCP-254 von der Wand entfernt wird oder indem SCP-254-1 über seine Kündigung informiert wird. Wenn SCP-254-1 innerhalb von etwa 20 Tagen nach Beginn seines Leistungsabfalls entlassen wird, verlässt SCP-254-1 einfach den Bereich und verschwindet. Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach diesem Zeitpunkt wird SCP-254-1 den Arbeitsbereich auf möglichst zerstörerische Weise aktiv sabotieren, was eine ernste Gefahr für das Personal in der Nähe darstellt. Und die Welt, Leute! Wir arbeiten hier mit SCPs und werden keine ordnungsgemäßen Entfernungsvorkehrungen mit Sicherheitskräften außerhalb des Standorts getroffen und durch Sicherheitskräfte vor Ort dokumentiert werden, wird sich der beleidigende Mitarbeiter als arbeitslos oder noch schlimmer vorfinden. Auf Five! Anhang. Nach dem Vorfall 254-0210G müssen alle Tests zur Anwendung von SCP-254-1 über 26 Tage hinaus an einem separaten Standort durchgeführt werden, der keine anderen SCPs enthält. Keine Ausnahmen! O5! Audioprotokoll 254-13. Hier ist Dr. Das hier ist Experiment 13 an SCP-254. Ich benutze beim Versuch, den Messingbeschlag von SCP-254 zu entfernen, einen standardisierten Kreuzschlitzschraubendreher. Es sind 15 Sekunden lang Werkzeugarbeitsgeräusche zu hören. Es scheint, dass diese Schrauben über das Normale hinaus angebracht wurden. Vielleicht Kleber oder etwas anderes. In diesem Durchlauf wird SCP-254-1 Gas genannt. Soll ich Ihnen etwas Lösungsmittel besorgen? Nein, danke, Gas, nicht nötig. Würdest du mir das Cuttermesser reichen? Ich werde versuchen, das Bild rauszuschneiden. Wirklich? Warum sollten Sie das tun? Meiner Meinung nach sieht die Tafel genau dort, wo sie ist, sehr schön aus. Na, das sollte dich nicht beleidigen, Gas. Du bist ein großartiger Mitarbeiter. Das ist ein Experiment. Okay, Doc, ich vertraue Ihnen mal. Was tun Sie da, Doc? Würden Sie damit aufhören? Nur noch ein Stück weit. Vermutlich schlägt SCP-254-1 den Kopf von Dr. gegen den Tisch. Experimentprotokoll 254-B. Test zur erweiterten Beschäftigung von SCP-254-1 als Hausmeister im Sektor. Tag 26. Ende der Standard-Angestellten-Periode wurde erreicht. SCP-254s Leistung erreicht weiterhin hohe Standards. Tag 32. Erstes Zeichen von Leistungsminderung wurde bemerkt. SCP-254-1 lässt einen dreieckigen Lappen auf dem Tisch des Forschungsassistenten entschuldigt sich, als der Lappen bemerkt wurde und kehrt zurück. Tag 34. SCP-254-1 wischt den Boden in Sektor als ein eilender Techniker über den Eimer mit Reinigungsmitteln stolpert. SCP-254-1 wurde aufgenommen, als er gegenüber dem Techniker fluchte. Tag 35.
Ende des Kalendermonats. SCP-254-1 wurde von einem spätarbeitenden Forscher als übellaunig beschrieben. Der Pausenraumküche in Sektor blieb ungereinigt und Kaffee wurde um den Mülleimer von Dr. herum verschüttet. Tag 36. SCP-254-1 vom Vorgesetzten wegen offensichtlicher Trunkenheit getadelt. Anmerkung, sehr merkwürdig. SCP-254-1 wurde nie dabei gesehen, wie es isst oder trinkt. Tag 39. SCP-254-1 gibt die Reinigungsmittel nicht in eine Hauswirtschaftskammer zurück. Beinahe geschah eine Katastrophe, als ein psychisch gestörtes Testsubjekt, siehe Versuchsprotokoll, eine Flasche Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis in einem Badezimmer findet. SCP-254-1 wurde wegen Unachtsamkeit getadelt. Hausmeisterkollege wurde bei einer verbalen Auseinandersetzung mit SCP-254-1 beobachtet. Beide Parteien sind etwas vage in Bezug auf die Ursache des Streits. Tag 43. SCP-254-1 wurde erneut beobachtet, dass es offenbar im Dienst betrunken war. Die Putzarbeiten werden merklich unregelmäßiger. Tag 46. Im Sektor geht der Feueralarm los. Falscher Alarm. Mit Tintenmarkierungen lässt sich der Täter nicht ermitteln, aber SCP-254-1 wurde in der Nähe des ausgelösten Alarms einige Minuten vor dem Vorfall beobachtet. Die Sicherheitsaufzeichnungen sind nicht verfügbar, da ein nicht identifizierbares Objekt die Sicht der Kamera auf den Flur blockierte. Tag 56. Dr. macht SCP-254 Vorwürfe wegen der Entfernung verderblicher Gegenstände aus dem Laborkühlschrank und dem Schreddern unersetzbarer Versuchsprotokolle. SCP-254-1 ruft Dr. und droht mit: Der Sicherheitsdienst wird gerufen. Tag 58. Ein Küchenmesser wurde tief in das Whiteboard von Dr. gestochen vorgefunden. Dr. verschlossener Sicherheitssafe für Dokumente wurde geöffnet und durchwühlt. An der Tür zum Büro von Dr. ist eine Wache postiert. Es wurde ein Streitgespräch zwischen SCP-254-1 und im Pausenraum der Mitarbeiter aufgenommen. Tag 59. Hausmeister meldet sich zum Dienst, versagt aber dabei, sich bei seinen Vorgesetzten zu melden. Durch Zufall wurde er einige Stunden später in den Kühlraum des Autopsiesaals am eingeklemmt und an schwerer Unterkühlung leidend aufgefunden. Diensthabende Wachen im Büro von Dr. durch einen Schlag auf den Kopf außer Gefecht gesetzt. Eine grobe menschliche Figur, geformt mit einem Mopkopf, war auf einen gebrochenen Mopstiel aufgespießt worden, der durch den Schreibtischstuhl von Dr. getrieben wurde. SCP-254-1 ist nirgendwo zu finden. Tag 60. Auf Bitte von Dr. und mit Genehmigung von wurde SCP-254 von der Wand entfernt. SCP-254-1 verlässt das Gebäude und verschwindet. Tag 61. SCP-254-1 wurde spät nachts im Sektor von einer Kamera erfasst. Ein Stromausfall und mehrere Ausfälle des Backup-Systems führten zu Eindämmungsbrüchen, was zu direkten Opfern und weiteren Verlusten bei der Neutralisierung eines Ausbruchs von SCP führte. Siehe Vorfallsbericht 254-0210G. Persönliche Auswertung. Hallo, ihr Verrückten! Und herzlich willkommen zum Mitarbeiter des Monats. Eine ziemlich tolle SCP-Akte, wie ich finde. Sie hat mich absolut begeistert und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie würde ein Computerspiel über SCP-254 aussehen? Oder ein Containment Breach? SCP-Spiel, in dem man den als Begleiter hat. Der einen also ein bisschen assistiert, aber wenn man zu lange braucht, dass der dann eben auch zu lange arbeitet. Aber kommen wir erstmal dazu. Eigentlich handelt es sich um einen Bilderrahmen mit einer Plakette drin, Mitarbeiter des Monats. Und sobald man die aufhängt, erscheint dort ein Foto von einer Person, die man sich so als perfekte, stereotypischen Mitarbeiter, aber im positiven Sinne so vorstellt, der dort in genau dieser Firma, Branche, wie auch immer arbeitet, wo es aufgehängt ist. Und diese Person erscheint dann und hat einfach total die Kompetenzen, ist jetzt nicht überqualifiziert, aber kann die einfachsten Aufgaben machen, erledigt sie auch sehr genau. Jedoch, ich weiß gar nicht, ob es da stand, aber ich glaube nicht, hat die Person kein Wochenende.
Und nach einem Monat sollte die Person dort nicht mehr arbeiten, denn dann ist sie nämlich nicht mehr der Mitarbeiter des Monats. Denn der Monat ist vorbei und nun wird der Mitarbeiter sehr unzuverlässig und sorgt für immer weitere Unfälle. Sind diese Unfälle bösartiger Natur und steckt dahinter vielleicht sogar ein böser Gedanke? Vielleicht. Auf jeden Fall werden die Unfälle immer krasser und lebensbedrohlicher. So wurde ja auch SCP-254 damals gefunden, weil eine Tankstelle komplett explodiert ist. Nur dieses Schild hat überlebt und sonst nichts. Sonst ist alles kaputt. Da hat also diese Person, oder der Mitarbeiter des Monats, an einer Tankstelle gearbeitet und dabei ist anscheinend auch alles irgendwann eskaliert. Ich muss sagen, das ist schon eine sehr, sehr tolle SCP-Akte. Es ist mal was anderes als sonst. Wohin diese Person danach verschwindet, das konnte man jetzt nicht so ermitteln. Man sagt halt, wir haben ja hier dieses Protokoll, wo die es wirklich ausreizen. Wobei ich es ein bisschen problematisch finde, diesen Versuch direkt in der Foundation zu machen. Man hätte auch etwas mit weniger Unfall und Risiko nehmen können. Aber okay, sie haben also, warum auch immer, den Mitarbeiter des Monats in der SCP-Foundation arbeiten, an einem Standort arbeiten lassen und 60 Tage lang, bis es nun wirklich kritisch wurde. Und an dem Tag haben sie dann also das Bild von der Wand genommen, ihn quasi entlassen und er hat das Gebäude verlassen und ist verschwunden. Aber einen Tag später wurde er immer noch in einem Sektor erfasst und das führte dazu, dass Stromausfall stattfand, dass es einen Containment Breach gab, dass sehr viele Opfer dann dadurch hervorgebracht wurden. Das heißt, nachdem das Bild abgehängt wurde, existiert der Mitarbeiter also noch. Für wie lange, in welchem Radius, das wird nicht gesagt. Aber es ist interessant, dass er halt nicht sofort verschwindet und man noch Auswirkungen hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich sehr interessant und ich hätte mich gefreut, wenn alle meine Fragen beantwortet werden würden. Aber dafür ist die Foundation ja nicht zuständig. Sie ist ja nur fürs Einleben zuständig. Wie hat euch die Akte gefallen?